am südlichsten der 8 Veranstaltungsorte. Den Westen, den haben wir hinter uns, Belgien mit Zolder und Spar. Diesmal also ganz im Süden, mitten in der Steiermark. Und hier ist es genauso wie in Deutschland oder sonst wo in Europa. Ein Topstar in diesem Feld ist Striezel Stuck. Der Hans-Joachim, er ist jetzt 27. Hintergedanke, man möchte die Formel 1 wieder in die Steiermark locken. Eröffnet soll der neue Kurs in genau einem Jahr mit einem Lauf des ADAC D1 Super Tourenwagen Cups werden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Strecke hier in Zeltweg ist für mich die schnellste und die schönste Rennstrecke, die in Europa gefahren wird. Es ist eingebettet wunderschön in dieser Natur. Und wir erreichen hier mit unseren Super-Tourenwagen Durchschnittsgeschwindigkeiten, die höher liegen als zum Beispiel Formel 1 Grand Prix in Ungarn und auch jetzt in Chia Monaco. Das heißt hier, das ist eine Fahrerstrecke für Gladiatoren, für Männer mit Herz. Wird mit etwa 220, 230 angebremst, das sogenannte Heller S. Und hier ist es unglaublich wichtig, schnell reinzugehen, aber auch früh und schnell wieder aus dieser Schikane heraus zu beschleunigen, um viel Schwung mit auf die nächste Gerade, die bergauf geht, herauszufahren. Ja, nach der Schönberggeraden das schnellste Stück hier auf der Strecke. Man erreicht etwa 250 Stundenkilometer. Da bremst man sehr spät und sehr hart an. Und dann kommt es darauf an, also wirklich den richtigen Bremspunkt zu finden. Auf keinen Fall zu spät, sonst sitzt man auf der Zuschauertribüne. Und dann kommt es darauf an, früh aufs Gas zu gehen. Die Kurve ist überhöht, die zieht sich sehr lang. Und diese Stelle hier ist eine absolute Schlüsselstelle. Ja, das ist jetzt die sogenannte Hege-Ausritt-Schikane. Dort bin ich im Training ein wenig ausgeritten. Und diese Schikane ist auch sehr wichtig. Die ist sehr schnell, wird mit etwa 180 Stundenkilometer gefahren. Es sind zwei Linkskurven, die sehr präzise gefahren werden müssen. Sobald das Auto unruhig wird, verliert man. Also das hier ist wiederum eine ganz, ganz wichtige Stelle auf der Strecke und auch eine große Herausforderung für den Fahrer, weil man die erste links nicht richtig einsehen kann. Dann kommt die Jochen-Rindt-Kurve. Schön, dass der Name noch im Gedächtnis bleibt. Und diese Kurve ist sehr schnell, auch nicht ungefährlich, weil es gibt wenig Auslaufzonen. Aber man muss irrsinnig früh aufs Gas, man muss einfach den inneren Schweinhund überwinden und versuchen, ganz früh aufs Gas zu gehen und ganz viel Geschwindigkeit mit aus dieser Jochen-Rindt-Kurve herauszunehmen, um wieder den Schwung für die Gerade zu haben. Und dann sind wir wieder bei Start und Ziel. Und ich hoffe, dass es Ihnen Spaß macht, auf dieser Strecke mit mir ein wenig umhergefahren zu sein. Die Geschehnisse des Rennens. Kraftübertragung waren kaputt. Auch Peter Cox hatte gestern im zweiten Zeittraining einen Kupplungsschaden, aber im Training fuhr man bei BMW und auch bei Audi mit wesentlich längeren Übersetzungen, vor allem der erste Gang länger, und deswegen glaubt man, dass hier am Start zumindest technisch keine Probleme entstehen sollten. Aber der stehende Start mit einem Tourenwagen, der um die 1000 Kilogramm wiegt, mit Fahrer und mit Benzin natürlich noch wesentlich schwerer ist, ist sehr, sehr schwierig und delikat. Und Jochel Winkelhock sagt, von 10 Starts klappt vielleicht einer optimal. Die grüne Flagge ist gezeigt, jetzt wird es gleich losgehen. Jochel Winkelhock hat übrigens die Außenbahn gewählt, das deswegen, weil dort etwas mehr Grip ist, weil hier die Ideallinie ist. Also von innen gesehen auf der rechten Seite Jochel Winkelhock, links Peter Cox, dahinter Frank Bieler und Roberto Ravaglia. Die Ampel ist rot, achten Sie auf die erste Reihe. Grünes Licht und wieder kommen die Fahrzeuge unheimlich langsam in Schwung. Da hinten bleibt ein Auto ganz stehen, das war, glaube ich, möglicherweise der Harald Groß. Vorne aber trotzdem Jochel Winkelhock, dann Roberto Ravaglia. Also die BMW-Fahrer sind besser weggekommen als Frank Bieler. Alles gut gegangen auf der Geraden, aber jetzt geht es in das Nadelöhr hinein, in das helle Licht S. Aufnahmen hier aus dem Heck von Roberto Ravaglia. Er hat einen Audi hinter sich, auch im helle Licht S. Alles brav gegangen. Es geht ja um sehr, sehr viele Punkte im Sprint und im Rennen. Insgesamt 80 Punkte gibt es auf dem Öhring, wie an jedem Wochenende. Und deswegen will man natürlich keinen Ausfall riskieren. Windschattenfahren ist angesagt. Es gibt unheimlich schnelle Geraden, schnelle Kurven. Alles im dritten, vierten, fünften, sechsten Gang. Und wir sitzen im Auto von Frank Bieler, der sogar zurückgefallen ist, hinter BMW Junior Jörg Müller. Frank Bieler, der hatte letztes Jahr ja überhaupt keine Chance, hatte eine Grippe, hatte technische Probleme damals mit seinem Auto, wurde nur Zehnter, das ganz enttäuschend für ihn. Und der Jochel Winkelhock ist im Augenblick vorne, hat bereits einen riesigen Vorsprung zwischen sich und den Verfolger Roberto Ravaglia gelegt. Dann Jörg Müller, und wieder ganz schlecht weggekommen ist offensichtlich Peter Cox.
Wieder ein schlechter Start also für den fliegenden Holländer. Zum zweiten Mal hintereinander in der ersten Startreihe, aber wieder weit zurückgefallen. Sogar die Honda-Piloten liegen vor Peter Cox. Roberto Ravaglia, ich sagte es Ihnen, er hat Geburtstag gefeiert am Freitag, ist 38 Jahre alt geworden. Hatte keine gute Woche. In der letzten Woche hatte er einen Unfall bei Testfahrt in Hockenheim. Sein Auto wurde schwer beschädigt, es musste aufgebaut werden. In 4 Tagen, a 12 Stunden, ist jetzt wieder einsatzfähig und ist in der Lage, hier im Sprint auf der zweiten Position zu fahren. Frank Bieler bleibt dran an Jörg Müller, da raucht es etwas. Etwas zu schnell vielleicht hereingefahren in die Zielkurve der Jörg Müller und schon schließt Frank Bieler auf. Da hat der Allrad natürlich den Vorteil. Bieler muss jetzt versuchen, im Windschatten zu bleiben, die erste Runde zu Ende. Aber BMW war auf den Geraden, gestern im Training immer einen Hauch schneller. Und Sie sehen es, Bieler keine Chance, aus dem Windschatten heraus an Müller vorbeizugehen. Müller hat wieder einen Fehler gemacht, diesmal in der Schikane. Und wieder ist Bieler dran. Dahinter Hans-Joachim Stuck und Klaus Niezwitz im besten Honda Accord. Und Jockel Winkelhock weiterhin mit einem großen Vorsprung auf Ravaglia und Jörg Müller. Klaus Niezwitz ist dran an Striezel Stuck, während hier Riccardo Patrese schon nach der allerersten Runde an die Boxen zurückfährt. Aber der Italiener war schon nach dem Training überaus unglücklich, denn sein Allrad Mondeo ist nach wie vor nicht konkurrenzfähig. Peter Cox, so sagt es mir der Zeitmonitor, ist übrigens zurückgefallen auf die 8. Position, während Klaus Niezwitz jetzt versucht vorbeizugehen an Striezel Stuck. Da macht der Stuck zu in der schnellsten Stelle des Kurses. So leicht lässt sich ein Hans-Joachim Stuck nicht überholen. Niezwitz versuchte es, den 5. Platz von Stuck wegzunehmen, aber Stuck machte die Tür zu. Der Klaus Niezwitz, der war clever im Training, der hat sich nämlich angehängt an den Jockel Winkelhock, hat so einen guten Windschatten bekommen und die 5. Startposition erobert. Und wieder ist der Frank Bieler neben Jörg Müller und jetzt klappt es in der Schikane. Hier hatte Alfred Heger seinen Ausrutscher im Training, den wir vorhin gesehen haben. Frank Bieler jetzt vorbei an Jörg Müller. Nun also die BMW-Phalanx an der Spritze, an der Spitze gesprengt. Winkelhock, Ravaglia und Bieler. Dann Müller, Stuck, Niezwitz, der vorhin schon aufgeblinkt hat. Der Druck macht auf Striezel Stuck. Dahinter fährt der Peter Cox, der also wieder einen schlechten Start hatte, auf der 8. Position. Hier noch einmal das Überholmanöver von Frank Bieler. Man sagt ja, es gibt unheimlich wenige Stellen auf dem Österreichring, denen wieder überholt werden kann. Aber wir hatten heute früh hier ein Formel-Junior-Rennen, das man heute Abend sehen kann im DSF. Da wurde regelmäßig überholt und auch Klaus Niezwitz jetzt vorbei an Hans-Joachim Stuck. Auf der Geraden bergauf, vorbeigefahren am Striezel Stuck. Der Honda Accord hat auf den Geraden einen Vorteil gegenüber dem Audi A4. Hier sehen wir die Box von Riccardo Patrese, Teamchef Horst Schübel, der alles andere als glücklich sein wird. Der hatte am Freitag Geburtstag. Hier gab es erneut ein Überholmanöver. Ist Hans-Joachim Stuck vorbeigegangen an Peter Cox. Offensichtlich war Cox kurzfristig vorbeigefahren an Stuck. Stuck nun aber wieder vor Cox. Und dahinter bereits Armin Hahner im 2. Honda Accord. Er hatte im Training Schwierigkeiten. Und Cox jetzt erneut neben Stuck auf der Geraden. Stuck aber auf der besseren Innenbahn in die Bosch-Kurve hinein. Cox verbremst sich etwas. Er hatte auch schon im Training ein Problem. Und Stuck bleibt vorne. Also, es gibt wesentlich mehr Action hier auf dem Österreichring als im letzten Jahr. Da gab es so gut wie kein Überholmanöver. Und hier in den ersten Runden des Sprints geht es schon mächtig zur Sache. Klaus Niezwitz kommt jetzt bereits ran an den 4. platzierten Jörg Müller. Noch einmal die Aktion. Hier sehen wir, wie Hans-Joachim Stuck an Peter Cox vorbeifährt. Das war noch eine Situation vorher. Ach, konterte Cox, aber Stuck zunächst mit den besseren Karten. Da ist einer draußen, das ist Rüdiger Julius im 2. privaten BMW des Holzer Teams. Der hat sich tief eingegraben in das Kiesbett. Dieser Sprint dürfte für ihn zu Ende sein. Sein junger Teamkollege Alex G., der ja im Training flott unterwegs war, ist weiterhin mit von der Partie. Und der Klaus Niezwitz, der fährt hier ein fantastisches Rennen im Honda Accord an den Boxen gerade vorbei. Er überholt Jörg Müller. Das heißt, beide nebeneinander beim Anbremsen des Heller Licht S, aber Niezwitz auf der Innenbahn und er ist vorbei. Klaus Niezwitz nun auf der 4. Position.
Ein tolles Rennen dieses noch jungen Honda Accord. Der Fahrer ist nicht mehr ganz so jung, aber Routiniers sind hier auf dem Österreichring im Vorteil. Tolle Fahrt von Klaus Niezwitz und es geht weiter mächtig zur Sache zwischen Stritzel Stuck und Peter Cox auf der 6. und der 7. Position. Der Jörg Müller, der kriegt offensichtlich etwas Probleme mit den Reifen. Das hatte sich schon bei den Testfahrten abgezeichnet, dass die Schnitzerfahrzeuge mit Yokohama-Reifen, die BMW, hier einen klaren Vorteil haben. Übrigens auch Klaus Niezwitz mit Yokohamas unterwegs. Jörg Müller mit Dunlop, das war zuletzt in Spa eine gute Wahl, aber hier bei der Hitze offensichtlich nicht optimal. Klaus Niezwitz hier noch einmal sein Überholmanöver gegen Jörg Müller. Peter Cox ist vor dem Stritzel Stuck, vorne Jockel Winklock mit einem Respektabstand von knapp 3 Sekunden auf Roberto Ravaglia, aber Frank Bieler kommt. Und hier Peter Cox vorbei an Jörg Müller, also es gibt offensichtlich Schwierigkeiten bei Peter Cox, bei Jörg Müller. Da geht es mächtig zu in diesem Kampfpaket um die 5. Position. Cox jetzt auf 5. Dann Jörg Müller und dann Stritzel Stuck, dann Armin Hane, ganz dicht hintereinander. Und dann haben wir gerade Roland Asch im besten Ford Mondeo gesehen. Schauen Sie sich das an, wie eng da gefahren wird. Zieleingangkurve. Jörg Müller jetzt mächtig unter Druck und auch Roberto Ravaglia muss in den Rückspiegel schauen. Der Frank Bieler wird immer größer. Es hatte sich schon bei Testfahrten hier in der letzten Woche abgezeichnet auf dem Österreichring, dass Audi über die Renndistanz unheimlich schnell sein kann. Es gibt neue Dunlop-Reifen. Bieler attackiert Roberto Ravaglia. Wir sitzen mittendrin, liebe Zuschauer. Ravaglia hat Schwierigkeiten, sein Auto wird nervös und Bieler ist jetzt neben Ravaglia. Aber auf den Geraden, da hat der BMW normalerweise einen Vorteil. Aber Bieler ist schneller aus der Kurve herausgekommen und kann diesen Schwung jetzt mitnehmen. Er ist auf der besseren Innenbahn. Und ich glaube, der Roberto Ravaglia wird hier keine Chance haben. Richtig, Frank Bieler übernimmt jetzt in der 5. Runde die 2. Position. Frank Bieler in einer fantastischen Form an diesem Wochenende auf dem Österreichring. War in allen Trainingssitzungen der schnellste Audi-Fahrer. Hat irgendetwas gefunden hier auf der Strecke, was er besser kann als die Kollegen Stuck, Heger und Vidali. Aber im Windschatten, da muss er jetzt aufpassen, dass der Roberto Ravaglia nicht zu dicht rankommt und wieder vorbeifahren kann. Und der Ravaglia, der glaubt es wahrscheinlich kaum, wenn er in den Rückspiegel schaut. Denn da ist schon Klaus Niezwitz. Welch eine tolle Vorstellung des neuen Honda Accord. Achtung, Roberto Ravaglia, jetzt wird es eng. Jockel Winklock nach wie vor souverän vorne. Dann Bieler, Ravaglia und Niezwitz. Klaus Niezwitz hat sich ja vor 14 Tagen in Spa-Francorchamps mächtig darüber geärgert, dass er disqualifiziert wurde im Sprint. Man warf ihn einen Frühstart vor, aber das Ganze war letztendlich nichts anderes als ein Anrollen, als er den ersten Gang einlegte und deswegen möglicherweise die Strafe zu Unrecht. Das hat Honda eines besseren Ergebnisses schon beraubt vor 14 Tagen in Spa, aber hier auf dem Österreichring, da ist Klaus Niezwitz erneut in Topform. Im letzten Jahr waren hier die Nissan Primera, die Überraschungsautos mit Michael Bartels und Ivan Capelli, die hinter Alfred Heger die schnellsten Fahrzeuge waren. In diesem Jahr ist es der Honda Accord mit Klaus Niezwitz. Er hat sich ein Viererpaket gebildet, angeführt von Frank Bieler, dann Roberto Ravaglia, dann Klaus Niezwitz und Peter Cox kommt mit Riesenschritten. Hier der Abstand. Der Jockel Winklock ist vorne auf und davon. 5,67 Sekunden bereits sein Vorsprung. Fährt ja die absolut schnellsten Runden, profitiert natürlich auch davon, dass hinter ihm gekämpft wird. Das Bigazzi-Team, für das Roberto Ravaglia fährt, das fehlte hier in der letzten Woche bei Testfahrten. Das könnte sich offenbar jetzt im Rennen rächen, denn, das sagte auch BMW-Rennleiter Max Surer, nur wer auf dem Öhring ordentlich testet, der hat hier Chancen. Das hat sich schon im letzten Jahr gezeigt. Der Niezwitz ist auf den Geraden schneller als Roberto Ravaglia, aber auch in den Kurven macht der Honda Accord einen unglaublich guten Eindruck. Während sich hier noch ein Riesenpaket gebildet hat, da ist auch Tamara Vidali mit dabei und Alfred Heger. Roland Asch, es ist ein Paket, da geht es um die Positionen
6 bis 12. Jörg Müller führt dieses Paket an, der immer weiter zurückgefallen ist offensichtlich. Mit großen Reifenproblemen. Stritzel Stuck versucht nun vorbeizufahren an Müller. Das gelingt ihm. Und auch Armin Hane ist direkt hinter Jörg Müller. Armin Hane, der bisher 0 Punkte auf seinem Konto hat, der nun eingeklemmt ist zwischen Heger und Müller. Er wird um jeden Zentimeter gefightet und auch der Alexander Burgstaller ist dabei. Roland Asch jetzt neben Alexander Burgstaller. Da wird er fast abgedrängt, aber Asch vorbei an Burgstaller. Das Ganze hinter Alfred Heger, der hier nicht an die Leistung des Vorjahres anknüpfen kann, als er der dominierende Mann war, damals noch am Steuer eines BMW. Roland Asch fährt jetzt Kampflinie, versucht Alexander Burgstaller hinter sich zu halten. Roland Asch, der bei Testfahrten sehr, sehr schnell war. Und jetzt geht einer geradeaus. Das ist Jörg Müller. Er verbremst sich in der Schikane, muss in den Notausgang hinein und fällt jetzt ganz ans Ende an dieses Paket heran. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Wieler hat sich etwas abgesetzt. Roberto Ravaglia immer noch vor Klaus Niedzwitz. Peter Cox kommt im Augenblick auch nicht näher heran an den Honda. Wir sind inzwischen bereits in der 7. Runde, das heißt, wenn die Fahrzeuge bei Start und Ziel vorbeikommen, noch 3 Runden zu fahren. Während sich hier im Augenblick offenbar nicht allzu viel tut, haben wir einen Gesprächspartner in den Boxen. Der Gesprächspartner, das ist Rüdiger Julius, ausgeschieden, genauso wie Alex G. Kein schönes Rennen für das Holzer-Team. Was ist denn los gewesen? Ja, es war also ein Riesenpech wieder mal für das Holzer-Team. Wir kamen hinten zu dritt, ich vorne, hinter mir, ich glaube, das war schon Maaßen, Nissan war es. Dahinter der Alex und ich fahre in die Kurve ein, in die Doppel-Links. Und der Sascha Maaßen hat mir dann, wie man hier an der Felge auch erkennen kann, einen Schubs gegeben und da hatte ich überhaupt keine Chance. Ich habe mich dann von der Straße gedreht, stand im Kiesbett und dann kam dann ein Fahrzeug, das mich da wieder rausgezogen hat, dass ich zumindest in die Box fahren kann, dass wir das Auto für den zweiten Lauf wieder fit machen können. Soweit hat es sagenhaft ausgesehen. Ich habe einen sagenhaften Start gehabt und wir hätten diesmal wirklich ganz, ganz vorne sein können. Wie das Training auch das schon gezeigt hat, dass wir also mit dem Holzer-Team ganz vorne fahren können. Das Setup, es hat alles gepasst, das Team hat super gearbeitet, aber leider Gottes ist der Ausfall wieder das Pech. Also schauen wir, ob es im Hauptrennen weitergeht. Vielen Dank für den Moment. Weiter geht's mit Thomas Vogt. Und auf der Strecke, da tobt weiterhin der Zweikampf zwischen Roland Asch und Alexander Burgstaller. Da geht es um die 9. Position. Asch, der auf den Geraden immer wieder zickzack fahren muss, um Alexander Burgstaller hinter sich zu halten. Hier sehen wir noch einmal den Verbremser von Jörg Müller. Zu spät auf der Bremse, dann blockieren die Räder. ABS ist ja verboten im D1 Super Tourenwagen Cup. Und dann muss Müller in den Notausgang. Und anders als im letzten Jahr, als Ivan Capelli da gerade ausfahren konnte, gibt es diesmal Reifenstapel, um die man herumturnen muss. Roland Asch hält sich vor Alexander Burgstaller, der immer wieder näher herankommt im Windschatten. Die Ford Mondeo sind nicht mehr so schnell auf den Geraden wie noch im letzten Jahr. Man hat gerätselt hier bei Ford an diesem Wochenende, woran es liegen könnte. Offensichtlich verliert man etwas Leistung bei den höheren Temperaturen. Roland Asch klagte im Training auch über ein Untersteuern, also über ein Auto, das über die Räder hinausschiebt. Und auch hier am Einfahrt der Bosch-Kurve gerade eben Roland Asch etwas zu weit nach außen getragen. Und schon ist Alexander Burgstaller am Heck wieder dran. Stritzel Stuck auf der 6. Position, der hat übrigens schlecht geschlafen heute Nacht. Bis 3 Uhr nachts, so erzählt er mir, musste er eine Mücke jagen in seinem Zimmer. Erst dann kam er zur Ruhe, aber auch Jochel Winklock, der dieses Rennen weiterhin souverän anführt, der hatte eine unruhige Nacht in seinem Hotel, gab es eine Hochzeitsfeier. Hier sehen wir wieder das Paket vom Platz 2 bis 5, angeführt von Frank Bieler, dann Roberto Ravaglia, Klaus Niedzwitz. Es beginnt jetzt bereits die vorletzte Runde. Der Rückstand von Frank Bieler auf Jochel Winkelhock ist riesengroß. Also der Winkelhock kann jetzt hier ganz ruhig nach Hause fahren. 6,5 Sekunden, aber Klaus Niedzwitz versucht, Ravaglia auszubremsen. Und das gelingt ihm. Klaus Niedzwitz jetzt auf der 3. Position. Wer hätte das gedacht? Honda, der Neueinsteiger im Supertourenwagen-Cup, hier plötzlich auf dem Öhring in der Lage, mit Audi und mit BMW mitzuhalten. Klaus Niedzwitz vorbei an Roberto Ravaglia und der muss in den Rückspiegel schauen, denn da taucht der Peter Cox auf. Die Frage ist natürlich, darf Peter Cox vorbeifahren an Ravaglia, denn Ravaglia liegt in der Meisterschaft vor Peter Cox und man muss natürlich auch taktisch fahren. Strategie ist entscheidend.
Bieler hat etwas Respektabstand zu Klaus Niezwitz. Dann Ravalia, dann Cox, der sich ärgern wird, dass er wieder den Start verpasst hat, obwohl er geübt hat in den letzten beiden Wochen. Aber irgendwas macht der fliegende Holländer, der so schnell ist, der sich so schnell eingelebt hat in das Schnitzer-Team, falsch. Es ist die Heckkamera von Frank Bieler, die wir hier sehen. Er filmt uns den Klaus Niezwitz, aber der Abstand dürfte groß genug sein, um in der letzten Runde hier den zweiten Platz zu retten. Bieler, Niezwitz, Ravaglia, Cox. Roberto Ravaglia, der hat sich da vorhin nicht allzu sehr gewehrt, als der Klaus Niezwitz vorbeifuhr. Aber der Roberto Ravaglia ist ein alter Hase, ein alter Fuchs. Der weiß, es geht hier nur um einen Punkt, den man verliert, wenn man im Sprint einen Platz abtritt. Und da will er natürlich keine Kollision riskieren. Es beginnt bereits die letzte Runde. Jockel Winkelock ist bei Start und Ziel schon vorbei, während hier seine Verfolger erst aus der Jochen-Rindt-Kurve hinauskommen. Hier haben wir den Smoking Joe, hier schon über den Hügel hinausfährt. Dann Frank Bieler, dann Klaus Niezwitz, Roberto Ravaglia und Peter Cox. Und der Peter Cox, der darf offensichtlich doch attackieren, den Roberto Ravaglia, der sich nun mit Händen und Füßen wehren muss. Alle haben sich natürlich gefragt an diesem Wochenende, warum ist der Jockel Winkelhock derart überlegen auf dieser Rennstrecke? Einige spekulierten schon, es liegt am Gewicht. Der Jockel Winkelhock ist ein Jockey, er ist so leicht. Schauen Sie nur, wie weit er weggefahren ist von Frank Bieler. Wie weit er weggefahren ist auch von seinem Teamkollegen Peter Cox, obwohl der im Training fast so schnell war wie Winkelhock. Irgendetwas macht Smoking Joe, wie er den Spitznamen sich geholt hat in der britischen Meisterschaft, weil er gerne raucht und weil auch die Räder immer wieder geraucht haben beim Bremsen in England. Irgendetwas macht er anders als seine Kameraden. Peter Cox aus dem Windschatten gerade herausgefahren hinter Roberto Ravaglia. Aber der Peter wird natürlich keine Gewaltaktion riskieren. Denn er weiß genau, wie das gehen kann, als er vor 14 Tagen in Spa angeschoben wurde von Jörg Müller in den letzten Runden des Sprints und beide verloren dann an Positionen. Er zeigte aber, dass er schneller fahren könnte, aber der Peter Cox muss sich hier bei diesem Sprint an die eigene Nase fassen. Er hat den Start wieder einmal versaut, wieder einmal schlecht gestartet und deswegen fährt er nun nur auf der fünften Position, obwohl er sicherlich von der Geschwindigkeit auf Platz 2 gehören würde. Die letzten Meter laufen, Jockel Winkelhock, eine souveräne Fahrt. Wie schon in Spa-Francorchamps gewinnt er den Sprint vor 14 Tagen. Da klappt es auch mit dem Sieg dann im Rennen, obwohl er dafür hart arbeiten musste. Aber heute hier in Zeltweg ist Smoking Joe der souveräne Mann. Er kassiert die Zielflagge, kassiert weitere 20 Punkte. Frank Bieler holt für Audi einen guten zweiten Platz. Und dann Klaus Niezwitz im Honda-Akkord. Das beste Ergebnis von Honda bei einem Tourenwagenrennen weltweit. Da kommt die nächste Gruppe. Roberto Ravaglia auf Platz 4, dann Peter Cox, Hans-Joachim Stuck, 6. Alfred Heger noch vorbeigekommen an Armin Hahne auf Platz 7. Dann Roland Asch, Alexander Burgstaller, Tamara Vidali und Kisodor. Das ist die Reihenfolge auf den ersten 12 Positionen. Jockel Winkelhock hat also nun seine Tabellenführung weiter ausbauen können. 127 Punkte hatte er vor diesem Sprint in Zeltweg, jetzt sind es 147. Und der Hans-Joachim Stuck, das darf ich Ihnen verraten, liegt weiterhin in der Meisterschaft auf Platz 2. Frank Bieler, trotz dieses guten Ergebnisses im Sprint, weiterhin auf Platz 5. Aber nachher im Rennen, da geht es ja um die vielen Punkte, wie es nachher weitergeht in Zeltweg, nach einer kurzen Pause. Der ADAC Super Tourenwagen Cup wurde Ihnen präsentiert von D1.